Also die Piste darunter ist echt schon gut, die Zweier. Ja. Hä? So, an dieser Stelle ist uns leider das Spiel abgestürzt. Was? Yo, Leute! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom SRS 12. Wir sind wieder auf einer neuen Map, nämlich dem schönen alten, okay, alt ist es nicht, aber wir spielen auf Weißenthal. Und es ist nicht weiß. Ja, stimmt, es ist nur relativ grün. Wir müssen jetzt gleich noch die ganzen Schneekanonen setzen und so. Wir haben noch ein paar neue Pistenbullis am Start und ich gehe jetzt direkt mal in den Triggerraum, wo ich die ganzen Anlagen kaufen kann. Hier ist übrigens die Garage vom Vierersessel. Zeig mal unsere Pistenbullis. Ja, kann ich nachher auch noch. Hier ist ein schönes altes AMT-Museum mit einer Kuppelklemme, ein paar alten Gondeln von anderen Maps. Hier noch ein paar Bilder von den Maps. Und hier drin kann man die ganzen Hotels und Anlagen kaufen. So, passt. Gehen mal runter zu den Bullis. So, hier sind unsere Bullis. Einmal ein 600er SCR in Blau, einmal ein Leitwolf in Blau und noch ein Leitwolf in Blau. Wo bist du jetzt schon wieder? Da, wo du gesagt hast. Achso, ich bin unten. Ich fange dann mal an mit dem ganzen Schneekanonen setzen und so. So, die Schneekanonen sind platziert, erfolgreich. Ich gehe gleich mal hoch. Ich habe jetzt einfach mal das gesamte Gebiet, das nicht bei der Sesselbahn ist, Schneekanonen. Okay, ich bin durch. Ich habe alle eingeschaltet. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Sesselbahn machen wir in einer späteren Folge oder so. Was meinst du? Ja, okay, passt. Würde ich auch sagen. Der Profi hat gesprochen. Ja. Hä? Ist ja auf dem Dach Schnee? Ja. Hä? Das macht so hart keinen Sinn. Ich stell da mal ein paar Schneekanonen ein. Hilfst du mir? Ja, aber jetzt tapp ich dir wahrscheinlich nach. Ja, du kannst auch das Licht einschalten. Ja, aber das brauchen wir nicht. Könnt ihr auch das Blinklicht einschalten? Ja, aber das brauchen wir nicht. Ja, aber das liegt schon. Ja. Dann schalte ich, wenn schon, beide sein. Du bist so alt, dass du das selber wissen kannst. Nö. So, ich fange jetzt auch mal an mit Verschieben. Okay. Was meinst du, sollen wir jetzt bei der Elsenbodenbahn, beim Vierersessel, Wanderbetrieb machen? Ja, wieso nicht? Okay, passt. Dann beschicke ich mal diese Bahn, während hier die Schneekanonen laufen. Ja. Irgendwie ist es unlogisch, dass wir unten beschneien und oben Wanderbetrieb machen. Das dachte ich mir vorhin auch. Aber muss ja niemand wissen. So, einmal Türen zu, passt. Anwurf, besetzt, Anwurf, nein. Also die Piste, die ich hochfahre, ist echt schon gut. Schon? Die ist wirklich... Ich fahre jetzt mal mit der Bahn hoch. Ah, hier kommst du. Hallo. Hallo. Also die Piste darunter ist echt schon gut, die Zweier. Ja. Hä? So, an dieser Stelle ist uns leider das Spiel abgestürzt. Was? Und ich musste die ganzen Schneekanonen und so nochmal neu setzen. Jetzt habe ich dafür ein paar Lanzen gesetzt. Ich finde die relativ nice und sie haben auch schon wieder ganz fleißig beschneit. Und wir können mal anfangen zu präparieren.
Ja. Bist du wieder motiviert? Ja. Ein paar Bugs auszunutzen. Welche Piste sollen wir... Wow. What? Was sollen wir zuerst machen? Mir egal. Machen wir zuerst mal den Schlepplift. Okay. Komm schon. Die Walze hängt wieder hinterher wie sonst etwas. So. Wo ist der Schlepper? Hier. Ah, ja. Ich fahre die Spur hoch. Kannst du mal die Piste machen? Oh, wow. Oh Gott. Ich deute das jetzt mal als ja. Ja. Wo ist die Piste? Die hier Hilfe. Drin? Ja, halt direkt rechts daneben. Okay, hier muss definitiv eine Warnung hin. Warum? Weil Schnee. Da drüben ist nämlich echt kritisch. Das Piano-Kanon? Nein, TFC. Die vom 3D Alpine irgendwas. Ja, Alpine 3D Design. Also hier schmeiße ich nochmal die Lanze an. Mal schauen, ob es schon reicht. Passt. So schnell geht's. Das passt. Ich bin jetzt gleich fertig mit der Piste. Ja. Dann kommt er mal noch hoch. Obwohl, ich kann auch hier noch runterfahren und dann sollte das passen. Also das schaut schon relativ kritisch aus. Wow. Ja, ein paar Flecken hat es. Hä? Lol. Was? Oh nein. Irgendwie stürzt gerade das Spiel wieder ab. Ja, versuch noch zu speichern, man kann noch was drücken. Nein, kann man nicht. Ich schon. Echt? Ja, jetzt ist abgestürzt. Dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge vom SRS. Wenn es euch gefallen hat, vergesst trotzdem nicht zu liken und zu abonnieren. Funktioniert wieder. Ja, es funktioniert wieder. Ein Traum. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Ciao.